Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hide the Time Quest. Beim letzten Mal sind wir hier am Schwarzen Turm angekommen, haben gesehen, wie Zatila gestorben ist, wie er vom schwarzen Drachen des Barnak von hinten mies angefallen wurde. Und er hat uns dann noch den letzten Zauber überlassen, und zwar den Feuerdrachen. Und den habe ich euch beim letzten Mal gar nicht gezeigt, deswegen wollte ich den Zauber jetzt nochmal schnell zeigen. Und zwar sieht der so aus. Ja, sieht zwar nicht so spektakulär aus, wenn man schon die anderen gesehen hat, aber hey, ich finde ihn ziemlich cool. Und ich meine, für die Möglichkeiten, die das Spiel damals hatte, für die technischen Möglichkeiten, ist das schon einiges. So, boah, erstmal ein paar Geister hier verkloppen. Ja, also das fängt schon mal gut an. Boah, halten die viel aus? Aber hey, cool, ich kann auf einmal mehrere Geister gleichzeitig treffen. Immer schön rückwärts springen. So, komm her. Kommt her. Ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal hier war, ihr wisst ja sicherlich noch, dass ich nie wusste, dass man die Geister tatsächlich auch bekämpfen kann, habe ich das Ganze hier gemacht, ohne die Geister zu töten. Das heißt, die ganze Zeit bin ich rumgerannt und habe mich von denen verdreschen lassen. Das war irgendwie nicht so ganz cool. Wobei, hier komme ich ja auch nicht so gut an die dran. Zumindest an das eine Gespenst, das direkt über mir steht. Hallo, warum haben die noch so viel Lebensenergie? Na, ich versuche mal hier reinzugehen. Nein, das ist schlecht. Na, geh da hoch. Nein, warum springst du denn nicht? Na, das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Vor allem hat jetzt unsere Rüstung ziemlich gelitten. Das ist nicht schön. Na gut, dann versuche ich mal hier die Taktik am Eingang weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, die heilen sich. Kann das sein? Okay, ein Gespenst ist tot. Ne, zwei sogar. Cool. Na komm, das eine schaffe ich jetzt auch noch. Komm her. Sehr schön. Oha. Cool, ich wusste gar nicht, dass es hier eine Rüstungsreparaturplattform gibt. Das ist natürlich mal edel. Ja. An die bin ich sonst nie rangekommen. Ja, sehr cool. Ja, unsere Rüstung ist wiederhergestellt. Das ist auch jetzt dringend nötig gewesen nach den Geistern. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Lebensenergie und Mana zurück. Das heißt, ich werde erstmal die schlechten Kräuter benutzen und die schlechten Tränke. Auch wenn die eigentlich kaum noch was bringen. Aber ich würde mir gerne die violetten Tränke tatsächlich für den Endkampf aufsparen. So, naja, wir können uns jetzt auf jeden Fall erstmal hier in diesem Raum umgucken. Und ich merke gerade, ich habe auch noch die schlechten Armbrustbolzen ausgerüstet. Das wäre jetzt irgendwie dumm. So, das heißt, ich will mal die neuen haben. So, von hier sind wir gekommen. Und wir haben jetzt ein paar Möglichkeiten. Hier unten geht ein Weg entlang. Aber wir haben hier noch ein paar Sachen. Wir haben hier irgendeine Vertiefung. Okay. Und man kann hier entlang. Okay, da können wir runterfallen, theoretisch. Das ist nicht so gut. Und hier haben wir noch eine weitere Vertiefung. Hier geht es auch noch lang. Und eine dritte Vertiefung. Ja, mit irgendwas werden wir wohl finden müssen und da einsetzen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo wir das finden. Also es ist schon lange her. Und potenziell sollten wir vielleicht runtergehen, statt hoch erstmal. Denn wir wollen ja sowieso an die Spitze. Aber da ich jetzt auch sowieso runtergefallen bin, werde ich sowieso erstmal hier runtergehen. Ich denke mal, wir werden da irgendwo die Teile finden und die dann oben einsetzen können. Ah, schöne Musik. So. Okay, hier können wir erstmal runter. Und da sind Knochen. Ja, toll. Oder die fliegen ja sogar die Köpfe auf mich zu. Aua. Das ist nicht so schön. Okay, was muss ich hier machen? Was kann ich hier tun? Mit den Köpfen kann ich offensichtlich nicht interagieren. Was muss ich denn hier tun? Bin mir gerade nicht so sicher. Kann ich hier drauf spielen? Ja, das bringt mir nichts. Moment mal, für irgendwas muss dieser Raum doch gut sein. Sonst könnte ich hier nicht runter. Lass mich mal wieder. Ich sagte, lasst mich mal wieder hier hoch. Ihr Assis.
Ja, die Eichel nehme ich gerne mit. Aber was kann ich denn hier machen? Irgendwas muss ich doch bestimmt mit diesen Totenschädeln machen, oder? Oder ich muss oben erst die Dinger einsetzen und komme dann hier weiter. Keine Ahnung. Also ich werde mir den Raum auf jeden Fall mal merken. Ich denke mal, wir müssen so oder so nochmal hier hin. Aber ich werde doch erstmal weiter nach oben gehen und gucken, ob ich nicht da die drei Teile finde, die wir irgendwie in diese Vertiefung einsetzen können. Ich habe jetzt keine Lust, hier rumzuraten. Also hier ist jedenfalls nichts mehr. Hier sind so Balken und da kann ich nicht lang. Okay. Aber das heißt, oben passiert auf jeden Fall noch was. Und ich gehe mir nochmal eben die Rüstung reparieren. Denn die sieht schon wieder etwas lediert aus. Also das ist echt cool, dass ich so ein Rüstungsreparatur-Pad habe. Das wusste ich nicht, dass sie hier existiert. Ja, meine Rüstung ist wieder hergestellt. Alter Poser, du Hype. Du alter Poser-Hype, so rum ist richtig. So, diesmal passe ich auf, dass ich dann nicht runterfalle. Hier war kurz nach der Treppe bereits das Loch, ne? Ja. So, was ist eigentlich... Moment mal. Aber da unten ist... Ich muss nochmal da unten gucken, weil eigentlich... ist hier unten ja auch noch was. Weil da bin ich ja noch nicht gewesen. Da will ich erstmal hin. Das könnte natürlich sich jetzt um Stunden handeln, ehe ich da oben bin. Vielleicht ist das auch nur für den Rückweg gut oder so. Vielleicht kann ich ja weiter vorne auch noch runterfallen. Ja, ich mache das heute sehr gut. Ich sehe schon. Ich sollte mich vielleicht mehr aufs Spielen konzentrieren. Okay. Also, hier konnte ich noch sicher hoch und hier kommt jetzt die Falle. Also, naja, Falle, die Fallgrube. Und zumindest komme ich hier weiter hoch. Genau, hier kann ich runterfallen. Ja, ich schätze mal, das wird dann da irgendwie hinführen. Und hier brauche ich einen Schlüssel. Ja, den habe ich nicht, ne? Also, wenn ich mir angucke, was ich alles für Schlüssel habe. Nee, also, der Klosterschlüssel könnte da ja vielleicht funktionieren, aber ich glaube eher nicht. Was ist das? Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Schade. Aber wofür ist das denn gut? Wofür ist diese... Da muss ich doch irgendwie durchkommen, oder? Nee, da tut sich nichts. Komisch. Na gut, dann müssen wir wohl doch wieder runter zu dem Raum mit den fliegenden Schädeln. Aber was muss ich da tun? Muss ich da Magie anwenden? Muss ich meine Armbrust benutzen? Muss ich doch mit dem Schwert irgendwie was tun? Weil jetzt leuchtet das ja so schön. Vielleicht kann ich Baseball spielen mit den Schädeln. Aber das ist doof. Ich gucke nochmal von hier oben, ob ich hier noch irgendwas entdecken kann. Aber eigentlich, das sieht nicht so aus, oder? Naja, nee, ich kann nicht in die First-Person-Ansicht gehen. Ja, wenn ich da runtergehe, dann erwachen die Skelette doch schon wieder. Das will ich eigentlich auch nicht. Aber irgendeinen Zweck werden die doch haben. Die droppen die immer, diese Eicheln? Nee, tun sie nicht. Okay, Magie bringt schon mal nichts. Und im Nahkampf kann ich offensichtlich auch nichts mit denen machen. Ich versuche mal, von hier oben ein bisschen zu snipen. Vielleicht bringt es mir ja was, wenn ich mit der Armbrust auf die schieße. Aber ich glaube, dann nehme ich doch lieber wieder die blauen Bolzen, denn das ist sonst Munitionsverschwendung. Aber ich kann von hier aus nicht schießen. Also ich kann schon schießen, aber ich kann nicht zielen. Oh, der Drache ist ziemlich effektiv gegen die. Okay, dann muss ich jetzt mal schnell versuchen. Nee, irgendwie das bringt nichts, oder? Das ist äußerst mysteriös. Also hier drauf zu gehen bringt auch nichts. Kann ich hier mich irgendwo entlang mogeln? Ich glaube nicht, oder? Nee, wenn ich... Also da könnte ich theoretisch hoch, aber von hier aus komme ich nicht daran. Ja, was muss ich denn tun? Was muss ich hier denn bitte tun? Jetzt lass mich hier raus. Na, dann müsst ihr halt sterben. Aber ganz ehrlich, was muss ich hier tun? Ich bin sehr verwirrt.
Weil es kann doch nicht sein, dass hier gar nichts zu tun ist, oder? Also oben komme ich nicht weiter, hier unten komme ich nicht weiter. Aber was muss ich denn dann tun? Ich bin gerade wirklich verwirrt. Gucken wir uns den Raum hier nochmal genauer an. Vielleicht kann ich ja irgendwas mit diesen Tafeln doch machen. Also hier kann ich nichts tun, definitiv nicht. Ja, hier komme ich sowieso nie wieder zurück. Hier kann ich nichts machen. Und hier auch nicht. Ja, das war zu erwarten. Aber ansonsten sehe ich hier auch nichts. Habe ich hier irgendwas übersehen? Da ist nur das Speicherpult. Und hier draußen war auch nichts, ne? Nö. Ja, super. Was soll ich denn jetzt tun? Das ist doch bescheuert. Hier ist auch nichts. Nee, das muss eigentlich irgendwas sein, was drinnen ist. Aber was ist die Frage? Na, da oben ist nichts. Irgendwas muss ich übersehen haben oder nicht richtig ausprobiert haben. Das finde ich gar nicht gut. Ich werde nochmal gucken, ob ich oben lang komme. Muss ich die Rüstung reparieren? Ja, ich sollte es. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass ich so viel Zeit damit verschwende, meine Rüstung hier zu reparieren, weil diese Animation immer so lange dauert, aber offensichtlich bringt das ja schon einiges. Deswegen ist mir das ganz lieb. Naja, gehen wir nochmal hoch. Erstmal ganz hoch zu dem Schlüsselloch. Vielleicht habe ich da ja was übersehen. Das kann ja sein. Und wenn ich da nichts übersehen habe, vielleicht wenn ich mich nochmal umgucke hier. Ja, da oben sind Balken, aber auf die komme ich ja auch nicht drauf. Oder? Ja, vielleicht von hier, aber das bringt mir nichts. Das bringt mir alles nichts. Ja, und hier habe ich... Und dieses Tor... Nee, dieses Tor ist verschlossen. Um es zu öffnen, braucht ihr den Schlüssel zum schwarzen Turm. Ja, okay. Also hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Und hier ist halt... die Holztür. Wie kriege ich die denn auf? Mit dem Feuerzauber oder wie? Nee. Das ist doch dämlich. Ach nö. Ich will nicht weiterkommen. Also nicht weiterkommen. Das ist doch dämlich. Das ist doch vollkommen dämlich. Was muss ich denn tun? Was sagt mir denn die Karte? Ja, die Karte sagt mir, ich muss zum Schwarzen Turm, wo ich auch bin. Das bringt mir also nichts. Ah, hab ich hier irgendwas übersehen? Nein. Bin ich blöd? Das war eine rhetorische Frage übrigens. Also ihr müsst mir keine Antwort schreiben. Ihr müsst mir keinen Kommentar schreiben, so von wegen, ja, du bist voll blöd, ey. Das kann ja nicht wahr sein. Also, das ist jetzt gerade irgendwie doof. Also, wir haben hier diese drei großen Tafeln, mit denen wir nichts machen können, weil uns da die Sachen fehlen, die wir einsetzen müssen. So viel weiß ich noch vom letzten Mal. Also von dem letzten Mal, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Ich habe es bisher nur einmal durchgespielt tatsächlich, aber das ist schon sehr lange her. Und ich weiß, dass da definitiv irgendwas rein muss. Aber woher wir das kriegen und wo ich hier genau weiter muss, ist halt die andere Frage. Also oben brauchen wir den Schlüssel und dann ist diese versperrte Holztür. Das heißt, da kommen wir definitiv nicht weiter. Das heißt eigentlich, der einzige Ansatz, den wir wirklich haben, ist hier unten. Aber ich verstehe halt einfach nicht, was wir hier machen müssen, wie wir hier weiterkommen. Hat das irgendwas mit den Schädeln auf sich, die hier rumfliegen? Oder was genau muss ich tun? Ich bin sehr verwirrt. Also einen anderen Zauber auszuprobieren hat, glaube ich, auch keinen Zweck. Ich meine, wir haben den Speer, Dreieinigkeit, Heiligenschein. Nee, das wird eigentlich keinen Sinn machen. Und ansonsten kann ich hier sowas aktivieren. Ja, nee, also schon, kann ich schon, aber das bringt mir ja auch nichts. Ich
Ich verstehe gerade wirklich nicht, was ich tun muss. Na gut, werfen uns noch mal ins Getümmel. Vielleicht kriegen wir hier doch noch irgendwas gemacht. Ja, ja, ja. Ich töte den einen, aber... Nee, also ich kann definitiv nicht irgendwie mit dem Schwert drauf einschlagen. Das funktioniert nicht. Mit der Armbrust ist auch doof. Da geht gerade mein Handy. Das ist nicht gut. Ihr geht mir gerade sehr auf die Nerven. Also ihr sollt erstmal sterben. Stirb. Die Musik geht mir so langsam auch auf die Nerven. Was muss ich denn tun? Kann ich hier drauf? Sind das so irgendwie versteckte Schalter? Weil die sehen ja so komisch aus. Kann ich vielleicht... Also die Schädel kommen irgendwie alle von so einem... Nein, nicht alle. Aber viele kommen von so einem komischen Stein. So einer hier. Aber das ist wahrscheinlich nur eine komische Textur. Ja, komm. Lasst mich euch doch mal wenigstens angreifen. Ja, sorry, dass auch gerade mein Kommentar irgendwie nicht so toll ist, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich sagen soll, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich hier weiterkomme. Wahrscheinlich bin ich hier unten auch ganz falsch. Das ist nicht so toll. Ja, mache ich ihn jetzt. Was? Oh nein, ernsthaft, hier geht's weiter. Ich bin so blöd. Ich bin so blind. Ein richtiger Blindfisch. Ja gut, dann geht's hier halt weiter. Hehehe. Ein Fass. Ein violetter Trank. Und ich hab... Ich kann ihn nicht mitnehmen. Na. Super. Was haben wir denn hier unten? Fledermäuse. Mein Lieblingsgegner. Hab ich euch vermisst. So, da kommt doch bestimmt noch einer, oder? Na, auf jeden Fall kommt erstmal ein Pfeil in mein Gesicht geflogen. Das ist fast so schön wie eine Fledermaus. Ach, das sind auch noch zwei. Ja, ja, ja. So, der eine ist erledigt. Und du wirst auch erstmal schlafen. Dankeschön. So. Was haben wir denn hier? Ein Drachenemblem auf dem Boden. Und da geht's weiter. Okay. Na? Aber dass ich diesen Ausgang nicht gesehen habe. Ich bin echt ein Blindfisch. Gut. Ja, bevor du feuern kannst. Ja, ich weiß, das ist einer von rechts. Ich hab dich gehört. Haha, aber du... Ah! Ich wollte gerade sagen, du hast nicht schnell genug reagiert, aber Pustekuchen. Ah. Etwas andere Musik. Hier waren wir doch schon mal. Ja, das ist der Teleporterraum. Sehr gut, sehr gut. Aua, das war dumm. Ja, na eigentlich... Eigentlich war das hier ein cooler Raum. Na gut, dann gehen wir mal systematisch vor. Wir haben drei Teleporter und gucken uns erstmal den grünen an. Wo führt der uns denn hin? Der führt uns wieder in diesen Raum zurück. Okay, weil da hinten ist das grüne, das gelbe Kraut. Von daher, wohin bringt uns der rote Teleporter? In einen anderen Raum. Okay. Ja gut, gucken wir uns dann nochmal den roten Teleporter an. Da kommen wir wieder in den Startraum, ne? Das Kraut ist zwar weg, aber das ist definitiv der Startraum. Da gucken wir uns den roten noch einmal an. Und gehen dann hier weiter in den blauen. Und wir landen... Ja, das... Man hat gerade noch gesehen, wir waren gerade noch in dem Teleporter. Das heißt, der bringt uns wieder in diesen Raum zurück. Bleibt also nur noch der grüne Teleporter übrig. Und das ist ein neuer Raum. Nein, das war ein gelber Teleporter. Okay. Grüner Teleporter. Und das ist der Raum, in dem wir gerade waren. Ich will noch mal kurz was ausprobieren. Ich gehe noch mal zurück in den Startraum. Ich will nämlich gucken, wo uns der blaue Teleporter hinführt. Weil der rote ist ja offensichtlich der erste richtige Schritt. Ach, der rote, der blaue bringt uns auch zurück in den Startraum. Genau wie der grüne. Na gut. Zumindest habe ich das mal ausprobiert jetzt. Das heißt, rot, dann kam gelb.
Und dann der Grüne führt uns zurück in den Raum davor. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht weiter. Deswegen kommt der Rote jetzt dran. Das ist der Startraum. Toll. Okay. Merke, den roten Teleport in dem Raum nur nehmen, wenn wir zurück wollen. So. Gelber Teleporter. Dann kommt jetzt der blaue nochmal dran. Wohin führst du? Jawohl. Hier geht's weiter. Hier wollten wir hin. Den muss ich mir merken. Oh oh. Es geht nicht zurück. Nein. Hallo? Ist da irgendwer? Ha! Ja, das Labor. Da können wir uns doch noch dran erinnern. Mal schauen, ob wir den verräterischen Alchemisten finden, der die Ankunft vom Schwarzen Ritter vorbereitet hat. Vielleicht können wir uns bei ihm auch noch rächen. Ne, zurück kommen wir auf jeden Fall nicht mehr. Ja, dann gucken wir uns doch mal hier um. Ah, hallo, das ist doch deine Rüstung. Oh, er hat seine Rüstung voll vervollständigt. Hilfe? Aha, da bist du ja wieder, Ritter. Das freut mich. Wie du siehst, habe ich mich sehr geändert. Ja. Vorher hatten wir beide die Magie. Jetzt habe ich immer noch die Magie, aber auch die Wissenschaft. Du wirst sehen, wie stark Enostos mit der Rüstung ist. Werde ich! Oh nein. Aua. Okay, also mein Schwert bringt schon mal nichts. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Versteck mich erstmal hier hinterm Tisch. Hallo? Der kann mich trotzdem erreichen? Boah, wie viel hält er denn aus? Okay, also merke, wenn er sich dreht, kann ich ihn nicht angreifen. Immer nur... Ja gut. Au. Das ist aber ganz gut. Vielleicht kann ich ja auch Magie ansetzen, um ihn zu schädigen. Na, okay, das hat nicht so viel gebracht. Da wollte ich gar nicht drauf drücken. Hier wollte ich drauf drücken. Nice. Bringt jetzt auch nicht so viel. Aua. Wildmann. Vielleicht. Aua. Elektro. Du bist doch auch so. Oh nein, das heilt ihn. Okay, Elektro sollte ich nicht anwenden. Na gut, das hätte ich mir fast denken können. Und von hinten ist der unverwundbar. Na toll. Ja, genau. Das ist unfair. Aua, aua, aua. Okay, also Magie, wenn dann überhaupt